Während der August mit dem Box-Highlight Wasili Lomachenko vs. Luke Campbell am kommenden Samstag endet, verspricht auch der September packende Fights zum Herbstanfang. Wir verraten euch, welche Duelle ihr nicht verpassen dürft. Am 13. September geht es um die Bantam-Titel der IBF und WBO, wenn Daniel Roman und Murodjon Akhmadaliyev aufeinandertreffen. Zwar hat Roman mit 30 Profifights deutlich mehr Erfahrung auf dem Buckel, allerdings gilt Akhmadaliyev als Spitzentalent im Boxsport und könnte in diesem spannenden Duell seinen Durchbruch feiern. Apropos Spitzentalent. Mit Devin Haney steigt im Vorprogramm der Fightcard auch ein potenzieller zukünftiger Superstar in den Ring. Haney trifft im Leichtgewicht auf den ebenfalls ungeschlagenen Zohr Abdualev. Seine bislang vielleicht schwerste Prüfung. Am 14. September besteigt Tyson Fury wieder die große Bühne. Dieses Mal steht dem Gypsy King Otto Wallin gegenüber. Der Fight in der T-Mobile Arena in Las Vegas wurde im Vorfeld aufgrund Furys Gegnerwahl durchaus kritisiert. Aber auch wenn Fury in Topform ist, sollte er Wallin nicht unterschätzen. Der Schwede verließ seine bislang 20 Fights allesamt als Sieger. 13 davon sogar vorzeitig. Um den Rückkampf mit Deontay Wilder zu sichern, darf sich Fury keinen Ausrutscher erlauben. Auch aus deutscher Sicht wird der 14. September spannend, denn Rico Müller will in der Berliner Verti Music Hall den vakanten Titel der IBO im Halbweltergewicht holen. Dazu muss der 31-Jährige aus Eberswalde aber zunächst am ungeschlagenen Jeremias Nicolas Pons aus Argentinien vorbei. Keine leichte Aufgabe für Müller. Unser Monatshighlight findet am 28. September statt. Dann steht zwischen Sean Porter und Errol Spence Jr. eine Titelvereinigung im Weltergewicht an. Porters WBC-Titel und Spence IBF-Gürtel stehen auf dem Spiel. Auch wenn Spence als Favorit in den Fight gehen wird, ist Porter nicht zu unterschätzen. Es dürfte ein echtes Boxfeuerwerk im Staples Center in Los Angeles geben. Was ist euer Highlight des Monats? Schreibt es uns in die Kommentare. Bereitet euch auch bestens auf die Fights vor und holt euch die aktuelle Boxsport-Ausgabe. Damit seid ihr immer bestens informiert. Wenn ihr das Magazin jetzt abonniert, bekommt ihr die Zeitung nicht nur direkt nach Hause geliefert, sondern erhaltet für euren nächsten Einkauf im Onlineshop von Sportart3 einen 25-Euro-Gutschein.